Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge im LS22 auf der polnischen Karte nach wie vor und beim Dreschen nach wie vor. Das ist auch so ein Thema, was uns gerade in der Videoserie ganz schön begleitet, aber es hilft gerade nichts. Da müssen wir jetzt durch, sozusagen. Oder ihr müsst durch. Ich mache es ja gerne, aber ihr müsst so ein bisschen durch. Nichtsdestotrotz, ja, müssen wir hier noch das vorerst mal das letzte Feld. Ich weiß jetzt gar nicht, wann dann Sorgumhirse, das müsste ich nochmal nachschauen, wann Sorgumhirse fertig wird oder ausgewachsen ist, aber das dürfte wahrscheinlich schon im September dann sein. Von dem her, ja, haben wir da dann relativ zeitnah die nächste Ernte am Laufen. Genau, ansonsten, ja, wir bräuchten... Also ein bisschen Einkaufsliste, virtuelle Einkaufsliste und imaginär, weil ich es mir gerade nicht aufschreibe, aber was wir so in Zukunft bräuchten. Was natürlich von Vorteil wäre ein Sammelwagen für Gras, also ein Ladewagen, Sammelwagen für Gras, ein Ladewagen wäre natürlich nice to have, weil wir dann unsere Fahrsilos mit Silage füllen könnten. Solange wir keine Tiere haben, ist das natürlich ja, viel Geld in was investiert, was wir jetzt so schnell dann nicht nutzen. Allerdings könnte man natürlich die Silage auch in größerer Menge dann ins Fahrsilo erstmal reinschmeißen und dementsprechend dann wiederum aus dem Fahrsilo raus in Anhänger schmeißen und zum Verkauf fahren. Nur mal so ein Gedankengang, dass sich das auch so ein bisschen rentiert und natürlich der Ladewagen sich auch rechnet. Das ist so das andere, weil wir halt beim Ladewagen den Vorteil hätten, wir könnten mit Siliermittel fahren. Das sind halt einfach nochmal 5% mehr, das kann die Fastbale nicht. Dafür ist die Fastbale halt da. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Die Ballen müssen 2 Tage gären und können so, wie sie sind, dann verkauft werden. Von dem her wäre natürlich ja, wahrscheinlich sogar die Fastbale-Geschichte vorerst erstmal am sinnvollsten. Wir haben noch ein bisschen Geld, nicht allzu viel, aber jetzt auch nicht so, dass wir am Hungertuch nagen. Und wir haben ja, oder ich habe die Silageballen tatsächlich eigentlich nur dafür gemacht, dass wir sie wirklich dann verkaufen. Und nicht 9, sondern 8 wollte ich drücken. Dass wir sie wirklich zum Verkauf, also die waren jetzt rein nur Planung zum Verkauf, dass wir ein bisschen Geld machen. Das ist auch nach wie vor der Plan. Jetzt ist natürlich der Vorteil, dass die Wiesen wieder mähbar sind. Von dem her könnte man diesmal auch überlegen, ob man das Ganze praktischer angeht und nur mit dem Frontmähwerk und der Fastbale fährt, dass man wirklich direkt Ballen macht. Allerdings finde ich das irgendwie so ein bisschen doof, weil eigentlich ist es ja ganz cool, diese ganzen Arbeiten einmal zu machen. Ich muss nur schauen, welche Felder da gegebenenfalls jetzt auch noch düngbar sind, dass wir so ein bisschen mehr Ertrag daraus kriegen. Das wäre mir gerade schon ein Anliegen, weil ansonsten rentiert sich halt Gras echt, wenn, oder es ist dumm, wenn man nicht die volle Düngestufe mitnimmt, weil es bei Gras halt eigentlich dann im nächsten Schritt easy going ist. Du gehst einmal mit einem Striegel drüber und das Thema ist erledigt. Du hast wieder die volle Ernte, volle Düngestufe. Ja, mal überlegen. Ja, und dann ist eben noch die zweite Überlegung, entweder Güllebomber oder Miststreuer. Da hätte ich jetzt auch die gerade frisch rausgekommenen Annaburger mit drauf, wo wir theoretisch mit dem Einachser, der müsste eigentlich preislich auch relativ annehmbar sein, und da gegebenenfalls den Einachser erstmal benutzen. Ich würde gerne, es so gut es möglich ist, das Mieten vermeiden, weil es halt doch ja sehr schnell geht, dass man sich dann irgendwie seinen Hof so zusammenstellt, wie man es braucht, und mal alles, was man halt nicht kaufen will, das mietet man sich. Von dem her würde ich eigentlich so gut wie möglich auf dieses ganze Leihen verzichten, außer jetzt bei Sachen, die immens teuer sind und sich einfach gar nicht lohnen, dass man sie kauft. Das ist allerdings wird das auf der Karte jetzt wahrscheinlich eh nicht der Fall sein, weil ich denke nicht, dass ich hier auf der Karte Baumwolle machen werde. Und das ist ja eigentlich so die einzige Sache, die immens teuer ist in der Anschaffung, wo sich dann Leihen rentiert. Alles andere macht wenig Sinn. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein bisschen diese Zukunftsideen, wo es hingehen soll oder wo es hingehen kann, sagen wir es so. Wird dann eh das ein oder andere auffallen noch, was fehlt. Das ist gerade so eher das, wo ich dauernd dran denke, was ich dann eigentlich noch vergessen habe, was man noch besorgen müsste, was wirklich wichtig ist. Also nicht jetzt, was irgendwie Zukunftsmusik ist, auch bezüglich der Tiere. Ich meine, bei den Tieren, klar, da fehlen definitiv noch Sachen dafür. Also da braucht man Wasserfass, da braucht man Buttermischer etc. pp. Theoretisch was zum Stroh einstreuen und so weiter und so fort. Also verschiedenste Maschinen. Das wird auch mit Sicherheit nicht günstig. Allerdings ist halt nach wie vor Milch schon auch so ein Punkt, was echt gut Geld gibt. Und was halt so nebenher läuft, das ist halt das, ist glaube ich eher so ein bisschen der Punkt, dass es einfach so mehr oder minder nebenher läuft, weil die Tiere ja am Ende doch, ja, viel Pflege brauchen sie nicht. Da machst du den Stall voll und 2 Tage hast du deine Ruhe mehr oder minder. Von dem her ist das echt eigentlich relativ easy. Es dauert halt seine Zeit, bis dann die Kühe das erste Mal wirklich Milch geben. Das muss man immer so ein bisschen mit einkalkulieren. Aber an sich schon immer ein relativ guter Verdienst. Aber ja, also das wird definitiv kommen. In welcher Form auch immer, aber Tiere, beziehungsweise in dem Fall Milchkühe, wird es auf jeden Fall geben. Bleibt jetzt da echt so ein Streifen stehen, oder? Nee. Ist doof. Machen wir lieber jetzt einmal ein bisschen weiter drüben, dass wir da wirklich den Streifen dann auch noch sehen, weil jetzt nimmt er so halb weg, das ist immer nervig. Dann sieht man den Streifen, den Reststreifen nicht so richtig. Jo, dann mal die Preise checken für Raps, dass wir den eventuell gleich direkt verkaufen. Bei Ölmühle haben wir keine. Macht, glaube ich, eh tatsächlich gar nicht mal so viel Sinn, wie gedacht. Ja, und ein paar Euro auf dem Konto sind definitiv nicht verkehrt. Weil gerade in der Aussaatzeit und Vorbereitung der Felder ist natürlich dann eh wieder, ja, geht viel Geld drauf für Sprit, für Saatgut etc. Von dem her haben wir da ein bisschen was noch vor uns. Dann doch irgendwie versuchen, sinnvoll zu wirtschaften hier. So. Gut. Das war da eh schon in der letzten Bahn. Sehr gut. Dann noch einmal da runterdüsen. In den Süden. Und dann war es das für das Feld. Da war ich mal wieder mit der Hand vor dem Sensor. Kopfnicker. Ich überlege jetzt echt die ganze Zeit immer wieder, ob es Sinn macht, auch mal andere Spiele hier zu streamen. Mal unabhängig vom Aufnehmen. Aufnehmen werde ich tatsächlich, glaube ich, nur beim LS bleiben. Aber was ich gerade immer wieder überlege, ob ich einfach mal so ein bisschen Snowrunner stream. Allerdings ist das, glaube ich, auch schwierig. Beziehungsweise ist da, glaube ich, gar nicht mehr die Nachfrage so groß nach Snowrunner. Das ist das andere. Ja, Dying Light habe ich jetzt zum zweiten Mal durchgespielt. Mit einem anderen Ende. Oder nee, Ende noch nicht. Aber ich bin jetzt gerade vor dem Epilog. Und ja. Tatsächlich, wenn man ein Spiel schon mal durchgespielt hat, ist ein zweites Mal irgendwie nicht mehr so... Also für mich zumindest nichts mehr... nicht mehr so interessant wie beim ersten Mal. Klar wäre es interessant, jetzt in dem Spiel noch ein anderes Ende auch zu sehen, aber da habe ich schon wieder am Anfang des Ganzen habe ich eine Entscheidung falsch getroffen und schon ist das Thema schon wieder rum. Also ich kann dieses eine Ende, was ich eigentlich spielen wollte, schon wieder nicht spielen. Das frustriert dann so ein Stück weit auch in dem Moment. Deswegen, ja, das habe ich jetzt mal eben dann angefangen, Rust zu spielen. Das spiele ich jetzt gerade immer wieder auf verschiedenen Servern. Ist nicht wirklich da irgendwie mit einem großen Ziel, sondern einfach nur so ein bisschen mal das Spiel wieder kennenlernen, weil du wahnsinnig viele Sachen mittlerweile in Rust machen kannst. Und ich habe das vor x Jahren mal gespielt, dann ewig lang nicht mehr und jetzt eben durch diesen Umstand, dass man eben jemanden im Freundeskreis hat, der da Bock drauf hat, ist es jetzt eben mal so ein bisschen im Multiplayer zum Spielen gekommen. Da stehe ich immer noch so. Alter, das ist echt krass. Ja. Wie weit man darüber muss. Ich könnte... Achso, nee, bei dem kann ich es gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja eigentlich das Rohr ändern, aber das ist ja der Tucano. Das ist ja das Serienmäßige. Da kann ich das Rohr ja gar nicht ändern. Das ist für die Schneidwerksbreite tatsächlich zu lang. Irgendwie. Stimmt, Maisgebiss brauche ich ja noch. Maisgebiss haben wir auch noch keins. Das steht dann quasi auch noch auf unserem virtuellen Einkaufszettel. Also, ihr seht schon, es gibt wieder einiges zu tun. Und auch einige Pläne noch, wo man hier hinkommen will. Hinkommen muss, hinkommen soll. So, irgendwie... Setze ich das so gut da drauf, dass der das nicht mehr irgendwie anders hinklippt? Das kann doch gar nicht sein, oder? Ich setze das doch 100% nicht so mittig da drauf, dass der nicht mehr irgendwie da das Schneidwerk verschieben muss. Ich check es nicht. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Bug aus irgendeinem der anderen Mods. Ja, nee, das liegt ja echt jetzt mal echt schief drauf. Ich check's nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fixt das ja trotzdem. Also zumindest fest drauf sollte es ja dann doch sein. Hoffentlich. Und alles andere, ja, ist wie es ist. Ich könnte natürlich auch den Schneidwerkswagen von Klaas holen, den doppelgelenkten, also vorne mit Drehschemel, hinten glaube ich mit Lenkachse. Der war gar nicht mal so schlecht. Aber der ist glaube ich eigentlich fürs Maisgebiss. Egal. Schauen wir uns dann mal an. Vielleicht holen wir... Ja, der ist viel zu lang. Das ist eher das Problem. Das ist ja fürs große Schneidwerk. Für das 1080er. Ja, egal. Muss ich mir dann nochmal anschauen, wie ich das am besten umsetze. Genau. Jetzt auf jeden Fall düsen wir erstmal zurück zum Hof. Tanken auf dem Weg dazwischen noch. Und ja, dann gibt es hier... So, jetzt warte mal. Ich brauche noch was. Das ist wichtig. Ja, einmal auf dem Rückweg. Das sollte eigentlich passen. Genau, aber das war es dann auch erstmal für die Folge wieder für YouTube. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.